So, jetzt hat dieses Fenster einen Rollladenkasten. Okay? Ich habe dort diese Fenster an Eck übereinander. Das heißt, das, was zusätzlich gerechnet wird, ist 1. A, der sagt, Achtung, ich habe Eckfenster. Das heißt, der rechnet ein Eckkoppelprofil an der Stelle. Zweitens, der sagt, Ablastung. Der rechnet hinter dem Fenster, thermisch entkoppelt, eine Stütze mit Fuß- und Kopfplatte, ne, zur Ablastung. Zweitens, sofort. Zweitens, das Ding hat einen Rollladen. Das heißt also, er rechnet Zulagen für das Verbinden beider Rollladenkästen an 90 Grad Öffnungen. Das Fenster hat Fensterbänke. Achtung, das hätten Terrassentüren nicht. Innen. Okay, Terrassentür bodentief, Fenster bis Höhe 188,5. Das heißt, der rechnet auch für die Fensterbänke Zulagen für Gärungen herstellender Verbindungen 90 Grad. So, einfach Achtung, einfach das von der Berechnung her. Okay? Achtung, Achtung, Hans, pst. Achtung, wenn das in Wintergartenwänden wäre, wäre alles anders. Wann ist eine Wintergartenwand eine Wintergartenwand? Ja! Okay? Weil dann wird eine Wintergartenkonstruktion gerechnet. Versteht mich richtig. Dieses Thema Eckfenster. Ein Eckfenster ist dann ein Eckfenster, wenn ich einen ganz normalen Wandaufbau dort Fenster in der Ecke habe. Habe ich eine Wintergartenkonstruktion, wird mir so und so, je nachdem, was ich eingestellt habe, Stahl mit Kunststoffkern oder wie auch immer, ne, die kompletten Konstruktionen mit Stützen, mit Anschlüssen, mit Schrägen und so weiter gerechnet. Jetzt ist hier spannend, wenn ich einen Rohrkasten auf der Wand habe, also einen Aufsatzkasten, der steht mir ein Stück weiter gegenüber. Das heißt, ich habe irgendwo einen Schnittpunkt weiter innen von der Ecke. Spannend ist ja jetzt, wenn ich einen Vorsatzkasten berechne. Die Zulagen sind Kasten ausführungsabhängig. Okay. Für jedes separat. Auch Schalusetten, da müsste ich ja eine Eckverblendung. Für jedes separat, genau deswegen. Okay? Okay? So, zumachen. Ach so, ganz kurz, wir haben hier ein Bauelement mit feststehendem Unterteil. Ne? Das ist etwas, was auch automatisch gerechnet wird, entsprechend als eine Zulage, ne, für das feststehende Unterteil. Okay? Dann rechnen wir jetzt automatisch auch dann Grafanlagen. Bitte? VSG? Ja. So, ne, Konstellation haben wir jetzt zweimal. Bei Bürogast, ich habe ja immer gesagt, ne, ich gucke auf Doppelnamen, ne, bei Bürogast würde ich jetzt nicht reagieren. Ne? Weil das ist in der Regel das gleiche Raumprofil. Ne? Häufig dann auch noch wie Zimmer und Hobby, je nachdem wie die Baubeschreibung halt gemacht ist. Das passt. Der einzige Punkt, aber das ist jetzt nur meine Macke. Ja? Sorry, das ist überhaupt nichts Technisches. Ich hätte bei so einer Konstellation wahrscheinlich die Küche einen Ticken kleiner vom Raum her gemacht. Damit das Wohnzimmer beim Raum Wohnen Essen eine 4 vorne hat. Von der Fläche her. Deswegen sage ich rein meine Macke, weil ich habe halt immer so, ne, wo guck, Filter und so weiter. Ne. Wahrscheinlich hätte ich die Küche irgendwo hier abgegrenzt oder so. Ne. Aber das ist völlig wurscht, sauber gesetzt. Geschichten passen. Bitte mal eine Außenwand anklicken, rechte Maustaste, Eigenschaften. Okay, also ich habe bloß geguckt, ob Brandwand drin ist. Ne? Passt. So, dann haben wir hier eine Terrasse. Was ist bei der, die Terrasse ist ein Raum, das sehe ich. Was hast du dort geplant, Herr Jörmann? Ah, dann mal bitte auf B für Bauteil gehen. Das Ding markieren. Nee. Nee. Raum ist klar, aber irgendwas ist noch außen. Okay, mal bitte auf Decke markieren gehen. Blaue Decke, fein auf blaue Decke. Okay, mal anklicken. Ja,
Okay, gut. Ihr baut das auch so. Entschuldigung, ich frage doch noch. Die Decke wird rausgezogen. Okay, gut. Gucken wir uns noch 3D dran. Alles gut. Abbrechen. Dachgeschoss. Was denn? Ich weiß, aber ich gehe drüber weg. Da komme ich bei der 3D nochmal drauf zurück. Alles gut. Je nachdem. Dachgeschoss. Okay, also. Wir haben Dachgeschoss. Wir haben ein Satteldach. Kind, bei Kind sind die Namen dahinter geschrieben, so ist es gedacht. Ankleide ist hier als Raum separat gesetzt. Es ist auch eine Trennwand da, würde ich hier auch so machen. Es ist ein Dachflächenfenster oben drüber gesetzt, was dafür spricht, dass auch die Belichtung funktioniert, weil es ein separater Raum ist. Bad ist gesetzt, dort würde ich jetzt wieder gucken, Wände, ne, sind dort ist das als Eigenschaft Installationswand gesetzt oder sind es normale Wände, was ich nicht weiß. Es sind normale Wände mit Vorwandinstallation bei euch, ne? Oder? Okay. Okay. Abbrechen, passt. Ich würde jetzt mal bitte die Bauelemente hier, die Bodentiefen, wenn du mal eins anklickst, rechte Maustaste. Ich vermute, es hat ein feststehendes Unterteil. Okay, Hintergrund, warum habe ich geguckt? Ich habe keinen französischen Balkon gesehen. Ne? Absturzsicherung, auch hier wäre die Frage. Ne? Absturzsicherung ist etwas, was ihr schuldet. Das gilt für Balkon, das gilt für französische Balkone. Ne? Wenn nicht enthalten, würde wieder bedeuten, nicht planen. Ne? Sondern planen und nicht Angebotsumfang, das heißt über Eigenleistung rausfiltern und dokumentieren, dass es eine Bauherrenleistung ist. Ja? Seid ihr bei mir? Okay. Was wiederum der Grund war, wenn wir in die Gewerkestruktur gehen würden, warum es ein Gewerk Balkonkonstruktion gibt und ein anderes Gewerk Balkongeländer. Na, ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmte Regionen in Deutschland, das ist ja teilweise, da stehen die Hütten teilweise 2, 3, 4 Jahre. Na? Und die Balkonplatten sind da, häufig Massivbauer an der Stelle und keine Geländer. Die haben teilweise Möbel draußen sitzen. Naja, hoffentlich haben dann die Familien keine Kinder. Aber anderes Thema.